Willkommen zurück auf meiner Survival-Insel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video möchte ich gerne ein Drachenhort für meinen Drachenei bauen. Nicht weit von meiner Insel Richtung Süden bietet sich hier ein Drachenhort unheimlich gut an. Ich stelle mir das so vor, dass hier eine Höhle ist, wo dann das Muttertier quasi drinne ist und da irgendwo in der Lava ist dann das Drachenei. Zuerst einmal ist ganz klar, muss ich erstmal mein Drachenei holen. Und es ist weg. Vielleicht ist es nach draußen teleportiert. Oh, da ist es. Kann man das unter Wasser einfach nicht abbauen? Nein, kann man nicht. Oh mein Gott, jetzt ist es wieder weg. Ja, also das ist halt auch ein Grund, warum ich einen angestammten Platz für dieses Ei haben will. Weil das ist ja hier ein halbes Drama, dieses Ei ständig zu suchen. Wo ist denn jetzt das Ei geblieben? Oh, da ist es. Okay, oh Mann. Ich habe ganz in die falsche Richtung gesucht. Oh, Moment. Also eigentlich kann man die Fackel... Eigentlich kann man den Block ja abbauen, indem man eine Fackel drunter macht. Das Problem ist, ich habe ja hier Wasser und... Nee, das ist gar kein Problem. Ich kann ja einfach eine Fackel hier hin machen. So, und dann... Sollte ich das Ei haben? Nein? Excuse me? Habe ich das Ei jetzt kaputt gemacht? Okay, ich habe es wieder gefunden. Nächster Versuch. Machen wir es diesmal einfach nicht mit der Fackel. Wir machen es jetzt mit einer Stufe. Das sollte doch auch gehen, oder? Jawohl. Gut. Wunderbar. Da habe ich das Drachenei. Oh mein Gott, endlich. Für die Höhle brauche ich hauptsächlich Steinerde und schwarzen Beton. Ich habe hier schon mal ein bisschen schwarzen Beton vorbereitet, damit ich euch das zeigen kann. Oh je. Ich habe vergessen, dass hier ganz viele Monster sind. Aber vielleicht finden wir hier ein Fleckchen, um mal eben zu schlafen. Rückwirkend betrachtet, im Betracht des letzten Videostartes, mache ich den Spawn am besten nirgendwo oben, sondern weiter unten, wo ich nicht das Problem habe, dass ich ständig sterbe und meine Sachen nicht kriege. Ich wollte euch jetzt mal eben zeigen, wie ich das meine mit dem schwarzen Beton, dass man hier, wenn man hier eine Höhle hat und hier das so ausbaue, dann sieht das klar wie ein bisschen im Cartoon, aber es sieht aus wie ein dunkles Loch. Moment, Creeper. Okay, one shot. Und dann sieht das aus wie ein Loch. Und wenn hier dann die Drachendame rauskommt, um ihr Ei zu beschützen, also hier ist das Ei und dann kommt der Drache hier raus, das, schätze ich, wird richtig gut wirken. Ich habe keine Schaufel. Hier oben an meinem Steinmetz habe ich meinen ganz persönlichen Betonmischer. Es ist nichts groß Automatisches, aber es funktioniert, ne? Was soll ich sagen? Es funktioniert. Also... sehen wir uns gleich wieder, wenn ich anfange zu bauen. Ich dachte an etwas so Großes, aber ich schätze mal, ich muss noch viel größer werden. Also brauche ich eventuell noch ein bisschen mehr schwarzer Beton, als ich dachte. So, hier haben wir jetzt das Ganze, die Struktur von der Höhle fertig. Und hier vorne haben wir einmal dann den angedeuteten Drachenkopf. Ich werde den nochmal einen Block nach rechts verschieben. Hier kommen dann Klauen raus und hier kommen Klauen raus. Also der wird dann hier quasi drin sitzen in der Höhle und das Drachenei bewachen. Genauso habe ich das vor und dann baue ich das jetzt erstmal. Da habe ich den Stream hinter mir und diese Beacon, die muss bald weg. Die ist ja nur noch im Weg. Aber die Höhle hat nun ihre endgültige Form. Und jetzt muss ich mich hier noch ans Terraform machen rund um die Höhle. Und ich habe hier vorne auch noch den Drachen ein bisschen mit Erde angedeutet. Also mache ich mich jetzt als Terraform, let's go. Die Höhle ist fertig, aber vorne muss ich noch ein bisschen Land machen und hier oben, ich glaube nicht, ich habe tatsächlich Schnee gesammelt, um hier oben ein bisschen Schnee drauf zu machen, weil hier nicht überall das gleiche Biom ist, nur so stückchenweise und das ist irgendwie total dämlich. Nun zu dem Boden hier mit der erhöhten Plattform, damit der Drache auch vernünftig da liegen kann. Ich versuche das alles so natürlich wie möglich zu halten hier, weil es ist ja eine natürliche Höhle, soll es sein, quasi, die sich die Drachen dann genommen haben. Mir gefällt es ganz gut. Was haltet ihr denn davon? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare.
Jetzt machen wir noch eben den Rest hier fertig und dann können wir auch schon zum Drachen gehen. Oh, Moment mal. Hier ist eine Patrouille, die will ich natürlich nicht hier haben. Also wird die erstmal entfernt. Und weg mit dir und weg mit dir. Perfekt. Patrouille ist weg und ich habe natürlich auch die Beacon abgebaut, weil die waren hier hart im Weg. Und das sieht alles schon deutlich besser aus. Jetzt kann ich auch noch das Gerüst wegnehmen. Das ist halt das Praktische, dass ich jetzt mal ans Gerüst gedacht habe. Bei dem Berg vorher habe ich nicht ans Gerüst gedacht. Aber hier hat das sehr gut geholfen. Auch wenn es ein bisschen nervig im Umgang ist, ist es doch ganz praktisch, dass man das alles durch kleine Klicks einfach wegmachen kann. Und da ist der Berg schon fertig. Hier ist jetzt der kleine Hügel fertig. Es sieht sehr natürlich aus, so wollte ich das auch lassen. Und vielleicht muss ich das Loch nochmal versetzen. Das sehen wir dann, wenn der Drache reinkommt. Also holen wir erstmal Materialien. Durch Schwarzstein, denn der Drache wird aus Schwarzstein sein. Und aus meiner Knochenfarm brauche ich dann auch noch Knochen für die Stacheln, ne, vom Drache. Neben den Knochenblöcken und den normalen Schwarzsteinen brauche ich diesen Schwarzstein auch in jeder möglichen Form. Warum sage ich nicht einfach Blackstone? Na egal. Jetzt noch gelber Beton für die Drachenaugen und dann kann der Bau auch schon losgehen. Ich habe hier nur ein bisschen Gegner erledigt und plötzlich kam der Erfolg. Erledige ein Skelett aus 50 Meter Entfernung mit einem Bogen. Der Drache ist fertig. Moment, ich muss erstmal einmal schlafen. So, jetzt kann ich euch das nochmal genauer zeigen. Also, oh, ich habe kurz gedacht, ich bin Creeper. Das Wichtige ist, dass der Drache hier jetzt fertig ist und wie ihr seht, habe ich hier diese Blackstone Bricks für die Schuppen unterhalb genommen. Und ich finde, der Blackstone hat auch gute Texture für Schuppen von dem Drachen selber. Und hier die Stacheln habe ich auf Bone Blocks gemacht. Und auch hier die Hörner sind aus Bone Blocks. Und es ist natürlich ein Weibchen, deswegen sind die nicht so ausgeprägt wie dann später bei dem Männchen. Was ich hier noch machen möchte in Zukunft, ist eventuell irgendwann mal das Schwarze weg und richtigen Drachen hier in die Höhle reinbrauen. Ich meine, groß genug ist sie auf jeden Fall. Aber das hat noch Zeit, bis ich dazu komme. Jetzt mache ich das vor der Höhle noch fertig. Ich weiß noch nicht genau, was ich da mache, aber das werde ich dann im Stream drauf kommen und dann werdet ihr das Ergebnis sehen. So sieht es vor dem Stream aus. Und so sieht es nach dem Stream aus. Ich habe hier ein bisschen was geändert. Und zwar habe ich hier die Klauen vom Drachen quasi, dass der hier ein paar Abdrücke hat. Oder hier rüberstampft über den Stein, der zerbrochen ist. Und hier ein paar Klauenabdrücke. Hier hat er einen Baum umgeragt, als er hier mal rausgegangen ist. Und hier vorne hat er auch einen Baum weggebrochen, als er hier gelandet ist. Hier vorne ist jetzt Lava überall drinne. Und ein großer Lavafluss nach unten, wo kein Gras mehr wachsen kann, ganz klar. Hier habe ich noch ein paar Stellen vergessen, die muss ich noch machen. Mir Erde mit Stein ersetzt und dann endlich kann ich das Drachenei einsetzen. Mensch, das war ein Abenteuer. Hier nochmal die Drachenhöhle mit Shader. Gefällt mir richtig gut. Beim nächsten Video kommt dann ein Papa Drache dazu. Für diejenigen, die es bis hierher geschafft haben, danke Leute für eure Geduld. Also wir hatten noch ein paar Probleme mit unserer Katze. Die ist aggressiv geworden. Jetzt sind alle raus, außer ich. Richtig streamen und Video schneiden konnte ich deshalb nicht. Aber hoffentlich legt sich das bald. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.